Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich diese auch erscheinen mag. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Vorlesung zu den parapsychologischen Theorien, wo wir anhand der von uns erstellten Kladistik euch näher bringen wollen, was es da so für Kategorien innerhalb der Parapsychologie gibt, was für Phänomene, für Begebenheiten. Und heute schauen wir uns die Phänomenologie als Überbegriff alles, ich sage mal, nicht physischen Erscheinungen an, mal grob gesagt. Und da das relativ wenig ist, als Beispiel dazu gleich mal die weinenden Kinder von Bragolin. Und darum geht es heute. Das Inhaltsverzeichnis hält sich daher auch relativ in Grenzen. Die kladistische Einordnung, die werden wir jetzt immer vornehmen, sobald wir ein neues Themengebiet springen. Die Grundlagen und, wie gesagt, ein dritter Punkt als Beispiel für eine Sache der Phänomenologie, die weinenden Kinder von Bragolin. Gut, die kladistische Einteilung. Im ersten Video habe ich euch ja vorgestellt, dass die Parapsychologie kein einheitlicher Terminus ist, kein einheitlich definierter Begriff, aber wir bei uns den Vorschlag gemacht haben und auch kladistisch das so eingeordnet haben in unserer Taxonomie, dass sie als Übergriff für alle unerklärlichen Dinge, ganz grob gesagt, gilt. Wer das nochmal im Detail möchte, dann verweise ich auf das erste Video. Und sie teilt sich dann halt in drei große Gebiete ein: die Phänomenologie, die Kryptozoologie und die Präastronautik bzw. Ufologie, die sich dann grob unterscheiden lassen. Ja, wir fangen natürlich an mit der Phänomenologie und den Grundlagen und können dabei feststellen, dass es sich bei Phänomenen um Vorgänge handelt, die mit den aktuellen wissenschaftlichen Kenntnissen nicht erklärbar sind und oftmals den Naturgesetzen zu widersprechen scheinen. Die meisten Phänomene sind nicht physischer Natur, klassisches Beispiel sind die Geister, können jedoch die materielle Welt beeinflussen und mit dieser interagieren. Wie man es halt auch von Geistern kennt, wenn sie jetzt, sag mal, Gegenstände einfach bewegen. Es gibt eine Vielzahl diverser Phänomene, verfluchte Gegenstände, dazu gehören die Bilder, die wir uns hier in Teil 3 anschauen, also im dritten Punkt davon anschauen werden, Geister, Spirits, Wraiths, weinende Statuen, Phantomangreifer. Das sind nur ein paar Beispiele aus einer langen, langen Liste. Die Phänomenologie ist sehr groß. Ich hätte jetzt auch mysteriöse Niederschläge aufschreiben können. Aber wie gesagt, das ist alles ein riesengroßes Gebiet. Und das decken wir hier unter dem Mantel der Phänomenologie ab. Was haben alle gemein? Naja, dass sie nicht auf eine physische Präsenz, sondern auf ein Phänomen oder eine Entität zurückzuführen sind. Also nicht wie bei Kryptozoologie, wo es halt um, ich sag mal, unbekannte, verschollene Lebewesen, schlicht gesagt Monster geht, oder Ufologie, Aliens, Präastronautik, wo es halt, ja, halt um Aliens, UFOs und Artefakte geht, die natürlich alle in gewisser Weise materiell sind, sondern hier wirklich eher so das Immaterielle, wobei man natürlich jetzt streiten könnte, ob zum Beispiel mysteriöser Niederschlag oder weinende Statuen da reingehören. Aber da geht es nicht darum, dass die selbst physisch sind, sondern dass irgendeine nicht physische Beeinflussung stattgefunden hat, die dort ein Phänomen hervorruft. So eine weinende Statue zum Beispiel sollte halt einfach nur eine Statue sein, aber es kommen Tränen raus, es gibt auch blutende Statuen, da kommt dann halt Blut raus, wo dann die Frage ist, woher kommt das? Und das ist das eigentliche Phänomen. So, wie gesagt, das ist ein großes Themengebiet. Da gehen wir dann in den nächsten Vorlesungen immer weiter, immer tiefer rein zu den einzelnen Punkten. Und im Bereich der verfluchten Gegenstände greife ich hier schon mal als Beispiel raus, um es ein bisschen rund zu machen, weil sonst wäre es mir doch ein bisschen kurz diesmal. Die weinenden Kinder von Bragolin. Wie ihr seht, das sind traurige Bilder von, wie es der Name sagt, weinenden Kindern. Wird auch oft gesagt, der weinende Junge von Bragolin. Die Tatsache ist allerdings die, er hat halt auch Mädchen gemalt und auch nicht nur einen Jungen. Und deswegen ist weinende Kinder treffender. Worum geht's hier? Also, es handelt sich bei diesen Bildern um gezeichnete Bilder des Künstlers Giovanni Bragolin, die mit einer Reihe von unerklärlichen Bränden in Verbindung gebracht werden. Insgesamt gab es zwei große Serien von verheerenden Bränden, wo eindeutig die Bilder irgendwie mit in Verbindung stehen.
Das erste war in den 1970er Jahren, genauer kann man es nicht sagen, in Spanien. Und da kam es zu seltsamen Bränden, bei denen die Brandursache nicht gefunden werden konnte. Häuser und Wohnungen, die einst der Gemälde aufgehängt hatten, brannten mitsamt der gesamten Einrichtung ab, ausgenommen der Bilder, die blieben halt in der Regel auf dem Boden liegend und nicht beschadet oder halt nur leicht verrußt zurück. Genau, habe ich gerade gesagt, die blieben unversehrt zurück und hatten keine Brandspuren. Eine Überprüfung, ob es sich um feuerfeste Materialien handelte, ergab, dass dem nicht so war. Man hat sie denn auch später angezündet, in beiden Fällen, die ich jetzt hier vorstelle, und da brannten sie halt ganz normal ab, wie man das von dem Bild erwartet. Die Frage ist also, warum brannten die nicht bei dem Feuer ab? Und die Antwort ist, es ist unerklärlich. Die zweite Serie war 1985 und ist deutlich besser dokumentiert. Es gab auch noch weitere Brände, die nicht zu diesen Serien gehören, das waren aber eher kleinere Ausnahmen, deswegen stelle ich die hier nicht vor. Aber die zweite Serie war in Yorkshire, Großbritannien und da gab es um die 50 Meldungen über Brände, wo nur das Bild übrig geblieben ist. Genau, wie ich gerade sagte, die Bilder blieben übrig, ansonsten hatte man komplett abgebrannte Ruinen gehabt. Und Feuerwehrmann sagte diesbezüglich aus, ich hatte zuvor von der Sache gehört, aber es ist doch etwas anderes, wenn man tatsächlich so ein Bild in einem ausgebrannten Zimmer findet und es ist nicht einmal angesenkt. Klar, dass man da überrascht ist, besonders als Feuerwehrmann. Bei der Zeitung The Sun meldeten sich dann halt viele Menschen, die auch über solche Brände berichteten und hier gebe ich mal einige der Berichte wieder. Dora Mann sagte, nur 6 Monate, nachdem ich ein Gemälde gekauft hatte, wurde mein Haus vollständig bei einem Feuer zerstört. Dabei wurden sämtliche Einrichtungsgegenstände vernichtet, auch andere Gemälde aus meinem Besitz, ausgenommen das Bild des weinenden Jungen. Dann sind es zusammengefasst 3 Berichte von Linda Fleming, Jane McCutcheon und Santa Kraske. Die kannten sich alle nicht untereinander, berichteten in der Zeitung aber alle unabhängig davon, dass auch sie mysteriöse Brände erlebt hatten, die ihre Häuser und Habe zerstörten, eben bis auf das Bild. Brian Borton verbrannte sein Bild des weinenden Jungen, nachdem seine Frau und Kinder durch das Feuer ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Anmut Murray wurde ebenfalls nach einem Brand, den nur das Bild überstanden hatte, mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Palast Pavillo brannte, bis auf natürlich das Exemplar eines dieser Bilder, vollständig ab. Auch das Haus des Kunstsammlers Kevin Godbar brannte komplett mit allen Kunstwerken bis auf den weinenden Jungen von Bragolin ab. William Armitage starb bei dem Brand seines Hauses. Wie gesagt, es waren insgesamt 50 Berichte, die es da gab. Die haben wir jetzt nicht alle in den Akten, aber das waren die, die wir noch hatten. Und Cézanne forderte alle Leute auf, ihre Bilder zuzusenden, um diese kontrolliert von der Feuerwehr in ein Massenfeuer zu vernichten. Das geschah dann tatsächlich auch und die Berichte ebbten bis auf halt einige wenige Ausnahmen, die dann doch das Bild noch behalten hatten, ab. Vermutlich, weil halt die Originale dabei zerstört wurden. Es gibt noch ein paar weitere wichtige Fakten, die man nennen sollte. Weinende Kinder zu malen war damals ein beliebter Stil, es war also nicht so ungewöhnlich, wie das viele, die sich damit jetzt nicht befasst haben, immer vermuteten, dass der Maler, sag ich mal, irgendwelche krankhaften Fantasien oder sowas hatte. Nein, das war tatsächlich halt ein zu der Zeit beliebter Kunststil, so eine Art Mode. Und daher gibt es halt auch eine Vielzahl von Bildern von diversen Künstlern aus dieser Zeit. Und auch Bragolin hatte halt mehr als nur ein Bild gemalt. Er hatte oftmals auch Landschaften gemalt, aber die Kinder waren halt auch eine der Sachen, die er gerne malte. Und oben rechts findet man bei den Originalen die Signatur von ihm. Und die Nachdrucke sind halt nicht betroffen und auch keine Bilder von anderen Künstlern, die weinende Kinder als Motiv wählten. Somit kann das Motiv an sich ausgeschlossen werden als Ursache. Die Brände traten nur auf, wenn eines der Bilder aufgehängt wurde. Es genügte nicht, diese nur zu besitzen. Es wird berichtet, dass, wenn man neben dem weinenden Jungen ein weinendes Mädchen vom Bragolin aufhängt, es nicht zu Bränden kommt, man jedoch vom Pech verfolgt wird. Über Bragolin selbst ist nicht viel bekannt und es wird vermutet, dass er ein Pseudonym ist. Allerdings ist unklar,
wer der echte Künstler war. Man vermutet Bruno Amadio, J. Bragolin, J. Buzgulin, Franco Zeville, C. Pariri oder Basil Dello. Genau weiß es allerdings keiner, denn es ist alles ziemlich schlecht dokumentiert damals gewesen. Die Leute haben natürlich dann wie verrückt spekuliert, was könnten die Gründe sein, warum gerade die weinten Kinder von Bragolin, warum nicht von anderen Künstlern. Da muss doch irgendwas hinterstecken und natürlich ist diese Schlussfolgerung an sich logisch. Sie müssen irgendwas aufweisen, das andere nicht hatten. Und ich möchte euch jetzt einfach mal so die Thesen vorstellen, die mit der Zeit dann entwickelt wurden, beziehungsweise die Theorien. Und ja, das erste ist, dass 1969 Giovanni Bragolin auf einen Campingplatz eintraf und vor einem Karawan einen weinenden Jungen stehen sah, der traurig darüber war, dass er seine Eltern nicht finden konnte. Er malte den Jungen und bald darauf trafen seine Eltern auch ein und Bragolin versprach dann, später nochmal wiederzukommen, um die Familie für das Porträt stehendes Jungen zu entlohnen. Er kam dann auch wieder, allerdings deutlich später als versprochen. Es muss also mindestens eine Woche vergangen sein und er hat wohl gesagt, dass er eher kommen würde. Und als er dann wiederkam, fand er den Caravan verbrannt bzw. abgebrannt vor. Und die Nachbarn hatten ihm dann berichtet, dass aus ungeklärten Gründen ein Tag vor seinem Eintreffen zu einem Brand gekommen ist, bei der die gesamte Familie verstorben war. Und jetzt gibt es halt Vermutungen, dass das eine Ursache sein könnte. Und zwar die erste Vermutung ist, dass der Geist des Jungen im Bild weiterlebt und sich dafür rächt, dass Bragolin zu spät kam, da die Familie mit dem von Bragolin versprochenen Geld eventuell die Brandursache hätte verhindern können und dem Brand entgangen wäre, zum Beispiel, dass sie irgendwie ein Gasventil ausgetauscht hätten oder vielleicht gar nicht einen Caravan mehr gehabt hätten. Aber wie gesagt, das ist alles Spekulation. Ja, alles, was jetzt hier kommt, ist alles nicht gesichert. Das sind alles nur so gesammelte Ideen von diversen Leuten, sage ich mal. Die zweite Variante ist, dass vermutet wird, dass der Geist des Jungen das gar nicht absichtlich macht, also sich nicht rächen will, sondern das Feuer aufgrund der schmerzhaften Erinnerung in Form von Pyrokinese unbewusst auftritt. Also Pyrokinese heißt durch Gedankenkraft etwas entzünden und dass die Emotion des Jungen, die Trauer, die Bragolin da mit ins Bild gezeichnet hat, sich durch den Tod als nächstes manifestiert hat, wie, ich sag mal, einen Fetisch, also Fetisch im Sinne des rituellen Gegenstandes der Energie absorbiert. Und ja, dass die Trauer, die in dem Bild gefangen ist, unbewusst Brände verursacht. Die dritte Variante ist, dass Bragolin so ein schlechtes Gewissen hatte, dass seine eigene Trauer und Schuldgefühle das Bild verfluchten und mit diesen Emotionen füllten, welche die Feuer auslösen. Also nach dem Motto, jedes Mal, wenn er dann ein weinendes Kind gezeichnet hat, war er so emotional, während er gemalt hat, daran gedacht, dass eventuell seinetwegen diese Familie verstorben ist durch ein Feuer, dass er so intensiv daran gedacht hat, dass er damit seine Energie, seine Gedanken in das Bild damit eingebrannt hat und dass das dann quasi Feuer triggert. Die zweite Sache ist, oder beziehungsweise die zweite Geschichte, wie die Bilder überhaupt zustande kamen, ist, dass Giovanni Bragolini während der Kriegszeit ein Geschwisterpaar sah, das seine Eltern im Krieg verloren hatten und dieses dann zeichnete. Und das heißt, er habe die Emotionen mit eingefangen und wenn die Bilder der beiden getrennt voneinander aufgehängt werden, wird ihre Trauer so stark, dass es zu den Bränden kommt, da sie immer zusammen sein wollten und sich dann so stark vermissen, dass sich das auch in den Bildern widerspiegelt, so nach dem Motto, ja okay, ich bin so traurig, ich kann meine starke Emotion nicht kontrollieren, die Energie wird frei, etwas erhitzt sich sehr stark und dadurch kommt es zum Brand. Das passt relativ gut zu den sogenannten spontan Selbstentzündungen, wo auch aus ungeklärten Gründen der Körper irgendeine Energie so hoch auffährt, dass man sich selbst anfängt zu entzünden. Das sind halt ein paar hundert Grad, die nötig sind. Und hier ist halt so ein ähnlicher Gedanke dahinter. Das wird auch zu der Aussage passen, dass die Brände aufhören, wenn Bild von Jung und von Mädchen nebeneinander aufgehangen werden. Vielleicht so nach dem Motto, dass die Energie sich dann kanalisiert. Aber wie gesagt,
alles reine Spekulation. Ja, und das Letzte ist, dass Giovanni Bragolini die Kinder selbst zu Wein gebracht hat, indem er sie schlecht behandelt hat. Manche gehen sogar so weit zu sagen, dass er sie in sein Atelier gefangen gehalten und gequält, geschlagen etc. misshandelt hätte. Also ganz schlimme Dinge gemacht hat. Und da liegt natürlich der nächste Gedanke nahe. Das Leid und der Schmerz der Kinder haben sich dann in den Bildern manifestiert, was dann zu diesem Fluch und wiederum zu den Bränden führte. Wie gesagt, alles nur Theorien, genau genommen sogar nur Thesen. Und vielleicht hat Bragolin auch einfach nur wie viele andere Künstler gerne weinende Kinder porträtiert. Es, wie gesagt, war zu der Zeit der Mode. Es bleibt natürlich dann die Frage, was ist dann der Grund für die Brände? Warum gerade seine Bilder? Wir können jetzt anhand dieser Fakten natürlich ganz viel spekulieren und gerne könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht eine andere Idee habt oder welche dieser Thesen, die hier vorgestellt wurden, euch am besten gefallen, aber gerne auch, was ihr überhaupt zu dem Fall vielleicht sagt. Habt ihr schon was davon gehört? Wie findet ihr das? Ist das was ganz Schreckliches? Was ganz, ja, begeisternd klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber sagen wir mal Faszinierendes. De facto ist es nämlich so, ohne dass man das genau untersucht, unter kontrollierten wissenschaftlichen Bedingungen mit Monitoring, also zum Beispiel einen Raum aufstellt, in dem halt, ich sag mal, nur vielleicht ein Schrank steht und Kameras, die das überwachen, die möglichst gut Hitze aushalten, und man dann das Bild aufhängt und testet, ob es dann brennt, etc. pp. Wenn wir so ein Bild ranbekämen, würden wir natürlich das auch untersuchen und würden uns Gedanken machen, wie wir dann einen sicheren Aufbau machen könnten unter kontrollierten Bedingungen. Aber das wäre natürlich sehr spannend, aber die Bilder, dadurch, dass so viele verbrannt wurden, bekommt man die Originale zumindest heutzutage kaum noch ran. Man findet wohl ab und an auf den Dachböden noch ein paar Nachprints oder von anderen Künstlern, aber die von Bragolin sind wohl, die Originale zumindest, sehr rar geworden. Wäre allerdings wirklich spannend, wenn man so eins mal per Zufall rankriegen würde, dann würden wir es auch testen. So, das wäre dann schon wieder Bereich der praktischen Untersuchung. Wir sind ja hier in den Theorien und mit der Phänomenologie und den Weinkindern von Bragolin sind wir damit durch und machen dann beim nächsten Mal mit der ersten Unterkategorie der Phänomenologie weiter. Natürlich wieder im Rahmen der kladistischen Einteilung. Wie immer hoffe ich, dass es interessant war, dass es euch gefallen hat, ihr ein bisschen Spaß hattet, in dem Sinne, dass ihr sagt, wow, das war faszinierend und schön vorgestellt. Und gerne freuen wir uns natürlich über einen Like oder auch auf andere Weise über Support. Wie gesagt, Link in den Beschreibungen findet ihr natürlich auch, wenn ihr unsere Arbeit ein bisschen unterstützen möchtet. Aber das ist natürlich komplett optional. Und wir freuen uns dann drauf, euch beim nächsten Mal auch wiederzusehen und hoffentlich seht ihr uns auch gerne wieder. Bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser, habt noch einen schönen Tag und tschüss. Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.